So. Krass sehe ich ja aus, auf jeden Fall. Wo werde ich sein? Beim Sonden. Ja, hier hinter mir so eine kleine Wiese, wir sind ja so im Wald. Aber hier stehen auch noch so ein paar alte Bäume rum. Nachdem ich mich ja informiert hatte, könnte das eventuell günstig sein, um was zu finden. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich weiß nur eins, dass es vielleicht noch so 1,5 Stunden hell ist. Und dann versuchen wir, zumindest in der Nähe von einem Weg zu sein, dass wir dann noch mit Lampen noch ein bisschen weiter sonden können. Auf was ich überhaupt keinen Bock habe, mich hier im Wald zu verlaufen. Ich habe auf jeden Fall auch noch eine Powerbank dabei, damit mich Google Maps sicher nach Hause bringt. Aber ich merke schon, so als Stadtmensch, ganz neue Erfahrung. Naja, wir werden uns jetzt hier mal fertig machen. Hier unten ist mein kleines Gerät. Tada. Und ja, dann schauen wir mal, ob ich hier irgendwas rausziehen kann. Bis gleich. Hier auch gleich das erste Signal. Nachdem ich ja noch nicht so erfahren bin, keine Ahnung, wie sich es anhört. Auf jeden Fall nicht wie Eisen. Ich bin aber auch noch nicht wirklich weit, hoppala, von dem Platz gekommen, wo ich losgelegt habe. Jetzt warte ich noch auf die Grabungschefin. Na, dann schauen wir mal, welchen Müll wir hier als erstes rausholen. Okay, die Erde geht gar nicht so schlecht. Hast du schon? Nee. Also. Aber es war klar, oder? So eine Abziehlasche. Ja, okay, den Ton muss ich mir jetzt irgendwann mal merken. So. Unser zweites Signal. Oh, ist das spannend! Ah, okay. Haben wir schon? Ein Flaschendeckel oder was? Alupapier. Schön komprimiertes Alu. Na gut. Bisschen nur sauber gemacht. Was könnte das sein? Ist es, ach, das ist diese scheiß Lasche, ja. Ich sehe sie schon. Oh Mann. Also die hasse ich echt schon krass. Übrigens, es ist freiwillig, dass ich nicht grabe. Ich muss das irgendwann mal auch noch von dir auf Kamera haben, dass du sagst, du willst es. Weil sonst denkt man, ich bin voll der Sklaventreiber. Hier. Oh, da haben wir was. Eine Folie. Eine dreckige Folie. Oder? Oh, die hängt ganz schön drin. Den Müll nehmen wir mit. In den Müllbeutel. Dankeschön. Na, so geht's. Jetzt sehe ich aber nicht, wo ich hinrenne, weil alles mich blendet. Wir sind hier mitten im Wald. Stockfinster und irgendwie. Ja, bis jetzt haben wir halt nur Scheiße gefunden. Wir haben jetzt auch nicht wirklich viele Signale gegraben, vielleicht so 10. Ich glaube, es ist auch nichts dabei. Nur ich merke irgendwie, dass ich ein bisschen Schiss habe, so im Wald. Wir sind schon ein gutes Stück. Komische Geräusche. Na, wir gehen jetzt mal wieder so ein bisschen Richtung Zivilisation. Und vielleicht buddel ich noch ein Target auf dem Weg. Ein Signal, aber vielleicht gehe ich auch nach Hause und warte, bis morgen wieder hell wird. Und dann ziehen wir wieder los. Naja. Zum Glück haben wir ein Grabungsmesser dabei. Bis später. Ich konnte es natürlich nicht lassen. Jetzt kurz vor der Zivilisation. Ein bisschen 2-3 Meter vom Weg weg. Auf so einem Haufen. Also der ist aufgeschüttet. Sieht schon irgendwie modern aufgeschüttet aus. Also ich vermute, dass es auch irgendein neuzeitlicher Schrott ist. So, das Signal hat sich eigentlich ganz okay angehört. In diesem Kieshaufen, ne? Dann kannst du mal bitte wenigstens einmal sagen, dass du drauf bestehst zu buddeln. Hier ist wieder so ein Draht. Ah, super. Das ist einfach nur ein Draht, oder was?
Wahrscheinlich, vermutlich da leer. Sag mal, ist es leer? Ja. Okay, also wir hatten uns von neuzeitlich aufgeschütteten Erdhaufen fern. Oh Gott, wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Einen kleinen Freund noch auf dem Weg hier getroffen. Aber ich höre schon, da ist ein Gartenteich. Da wirst du wohnen. Tschüss. So, hallo Abenteurer. Bisschen schief irgendwie die Mütze, gell? Ja, neuer Tag, neues Glück. Und neuer Wald. Und Licht. Ja, ich hätte zwar jetzt auch eine neue Kopflampe, weil die mich gestern dann noch irgendwie mit der Batterie hier verlassen hat. Ja, wir haben dann gestern auch noch ein bisschen so am Waldrand gesondelt. Aber nach Sichtung des Mülls ist eigentlich nur eine Sache dabei rausgekommen. Und zwar eine Nivea-Tube. Dose. Oder Dose, genau. Gebaut zwischen 1935 und 40. Die blende ich auch mal ein. Ja, das war so das Einzigste. Und ich finde schon auch abgefahren, dass die sich irgendwie so lange gehalten hat, so gut. Naja, aber früher war es wichtig, eben eingecremt zu sein. Jetzt höre ich auch zu labern. Wir sind auf der Suche nach dem guten Fund heute. Bis später. Wir sind auch noch nicht weit gekommen. Sobald man den Detektor anmacht, fängt man an zu sondeln. Aber das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, weil es so unter einer Wurzel ist. So, bis jetzt haben wir ein bisschen Folie und zwei so Splitter. Keine Ahnung, Granatsplitter. Die Chefin ist Grabungsmeisterin. Ich sehe irgendwas, aber ich weiß nicht. Pass auf. Lass mich mal reinschauen von der Seite. Was sieht man da schon? Irgendwas Grünes, oder was ist das? Ja, blau. Warte mal kurz. Okay, wir schauen mal, was das ist. Ich schalte gleich nochmal ein. Der andere, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht. Ist das jetzt irgendwie ein Zeichen? Wir finden wieder eine Nivea, also die war wirklich auch drunter, die wir gestern gefunden haben. Ich blende die nochmal ein, der steht ja für Haus und Sport. Na, werden wir mal gucken, ob das älter oder neuer ist. Da war auf jeden Fall ganz schön tief drin. Na gut, jetzt haben wir irgendwas zum Eincremen. Nivea. So, wieder im Wald. Es sieht jetzt nicht so aus, aber es hat gerade super krass geschüttet, genau in dem Moment, wo wir losgegangen sind. Also 10 Minuten warten hätte sich gelohnt, aber ja, wer weiß das schon. Ja, hier so ein Waldstück, vielversprechend. Ich möchte natürlich auch nicht zu viel verraten, aber wir hier in Bayern haben wir das Glück, dass wir viele alte Karten studieren können. Und hier ist ein Schießplatz eingezeichnet auf einer alten Karte. Keine Ahnung, was früher so ein Schießplatz bedeutet hat. Aber ich habe mir gedacht, das werden wir mal herausfinden, ob vielleicht noch Spuren im Boden sind. Ansonsten, ja, 2 Tage sondeln. Ich habe ein Foto jetzt mal gemacht von dem ganzen Müll, den wir gestern gesammelt haben. Ich blende es auch mal ein. Ja, viel als Muskelkater haben wir eigentlich nicht gefunden. Aber wir bleiben weiter am Ball. Bis gleich. Und da haben wir auch schon einen Fund. Jetzt bin ich echt so, keine Ahnung, 5 Minuten übertrieben rumgerannt. Gar kein Signal. Ja, und jetzt hier, dreh's nochmal um, ist auf jeden Fall ein Manschettenknopf. Ja, ich würde es mal sagen Bronze, weil er halt so grünlich ist. Vielleicht ja was mit diesem Schießstand zu tun hat. Hier, guck mal, das Loch. Also brauchen sie auch nicht tief. Ja. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, hierher zu gehen, oder? Für unser erstes Signal. Machen wir mal ein bisschen näher. Ja, wir machen den dann zu Hause sauber. Und heute lohnt sich's ja vielleicht auch, eine Fundzusammenstellung am Ende zu machen. Yippie! Kann man schon was erkennen? Nee. Ja, scheint noch drin zu sein. Oh, jetzt wird's spannend. Gehen wir in die Hocke. Zerfällt irgendwie schon. Ein Drecksstück Folie. Eine Folie ist es nicht. Ich weiß nicht, was es ist.
Ist das irgendwas oder ist das nichts? Das ist natürlich die Frage. Ich meine, irgendwas ist es. Hoppala. Aber es sieht mir... Es ist auch voll leicht, ja? Ich weiß nicht, was das für ein Metall ist. Das würde mich eh auf jeden Fall mal interessieren. Was dann immer so komisch weißlich-grünlich, wie wenn es schimmeln würde. Ist aber es ist grün sparen? Ja, aber es ist super leicht, keine Ahnung. Na, wir nehmen es mal Müll, als Müll mit. Waschen wir vielleicht mal daheim, aber ich glaube, das ist nichts. Es ist eine Münze. Wir haben sie noch nicht angeschaut, wir haben sie hier gerade raus. Das ist wahrscheinlich unser Nazi-Geld, oder? Ziemlich blank. Sieht man da nichts, ist die komplett blanko. Ist die Blankovic oder wie? Das ist ja auch gar keine Münze, aber wahrscheinlich schon. Hier dieser Dan, der Klugscheißer, der rubbelt die ja immer. Keine Ahnung, ob man da was kaputt macht. Sieht schon sehr blank aus. Naja, wir werden mal gucken, ob wir was lesen können. Und dann melden wir uns wieder. So, es wird spannend. Die Präsentation der ungereinigten Teile. Ja genau, hier habe ich mir nämlich Folgendes gedacht. Wenn wir da wirklich auf einem Schießplatz waren, ich habe keine Ahnung, ob das hier sowas wie hier oben Kimme, von Kimme und Korn, könnte es das gewesen sein. Das ist eine gute Frage. Naja, wir werden es mal sauber machen. Vielleicht erkennt man ja noch irgendwas drauf. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Es könnte auch so sein, dass da vielleicht so zwei Schnüre oder Drähte durchgelaufen sind. Naja, dann haben wir noch sowas gefunden. Ist da irgendwas drauf? Aber es ist sehr weich. Keine Ahnung, ob das einfach Blech ist oder vielleicht Kupfer. Dann... Ja, okay, schon ein unserer Highlight. Diese Münze haben wir doch gefunden. Viel mehr konnte man da jetzt leider auch nicht sehen. Jetzt schaue ich mal, ob man vielleicht hier mit der krassen Kamera... Nee, aber irgendwas war da schon mal drauf, auf jeden Fall. Drehen wir mal um. Schwierig. Na, wir machen die jetzt auf jeden Fall mal sauber, weil ich denke jetzt mal, zu verlieren hat man bei dieser Münze ja eh nichts mehr. Ja, und dann unser absolutes Highlight, auch noch im ungesäuberten Zustand. Ist echt cool, auch mit diesem grün-weiß da drauf. Also ich denke mal, das ist eindeutig ein Manschettenknopf. Ja. Ich denke jetzt mal nicht, dass das Silber ist. Das wäre natürlich krass. Aber glaube ich nicht. Ich glaube, es ist irgendwas anderes. Ich kenne mich da eh noch nicht so aus. Ja genau, das müssen wir halt mal sauber machen. Ich lege es mal hier hin. Was haben wir noch? Es war doch noch diese andere komische Ding mit diesem Gummiplastik, diese Plastiknippel. Wahrscheinlich Schrott sind, wie immer. Zum Beispiel solche Sachen. Tja, was wird es sein? Granatsplitter. Habe ich noch dreckige Fingernägel, ist ja eklig, aber wir waren ja auch graben. Genau, das Ding haben wir irgendwo noch rausgezogen, gar nicht mal so untief, gell? Das war schon ein bisschen drin. Was ich total komisch finde, das ist Gummi, das kommt mir so vor wie so ein... Ist auch noch elastisch, also wie man so draufdrücken könnte, keine Ahnung von was das ist. Ja, ich glaube, das war's mit unseren Artefakten, oder wie, ist da nichts noch drin? Naja, falls wir noch was finden, melde ich mich gleich nochmal. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir diese Münze sauber bekommen. Ja, und zur Vollständigkeit halber, mal hier so der ganze Müll. Hier oben sind echt fette Nägel, natürlich Folie. Was weiß ich, was das ist. Hat einfach ein Stück Eisen. Das ist durch den Diskriminator durch, genauso wie das hier. Ja, da ist, glaube ich, nichts wirklich Interessantes dabei. Vielleicht das hier noch.
Irgendwie so ein Deckel gewesen, ne, so ein Stück. Ja. Ja, das hier vielleicht noch halb, keine Ahnung, sowas habe ich schon mal gesehen. Das ist irgendwie so zum Einhaken. Vielleicht von einem Anhänger oder so. Kriegt's scharf? Ja, ist jetzt auch nicht wirklich alt. Keine Ahnung. Das tue ich mal noch zu den Sachen hier rüber. Naja, dann hat hier Augustina. Ja, da haben wir schon ein bisschen gebuddelt. Das ist so dieser typische Granatsplitter. Ich glaube, das ist der von so einem Führungsring oder so. Was weiß denn ich. Ich bin ja auch nur YouTube-schlau. YouTube-schlau wird mal umsonst. Ich muss noch viel YouTube schauen. Genau, und das hier müsste auf jeden Fall so das Überbleibsel einer fetten, dicken Schrotpatrone gewesen sein. Hier hinten ist dann so das Zündkäppchen. Vielleicht mache ich die auch mal sauber. Weil das wäre ja was, was zum Schießstand passen würde. Haben wir schon ausgeklopft. Ja, dann vielleicht noch das hier, einfach nur, was lustig war. Findet ihr auch, dass das aussieht wie so ein, keine Ahnung, irgendwie wie so ein Schaf, aber auch wie eine Gans, theoretisch, oder? Es fehlt halt so ein bisschen was vom Unterkörper. Ich gehe jetzt davon aus, dass das einfach trotzdem nur ein Stück komisches Eisen ist und nur durch Zufall so aussieht. Na, vielleicht mache ich es mal sauber. Ja, genau, das sind alles so Splitterfragmente. Das ist auch noch so ein kleiner Nagel, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Naja, und das hier unten, auch YouTube-Weisheit, sind wohl etwas ältere Nägel, handgeschmiedet, habe ich mir sagen lassen, weil die halt so viereckig sind. Den hier finde ich ganz cool, vielleicht hänge ich mir den auf. Naja, den Scheiß haue ich jetzt hier mal weg. Und ich würde sagen, mit den Sachen beschäftigen wir uns dann gleich noch. Besonders hier mit unserem Freund, dem Knopf. Das ist echt der Wahnsinn. Jetzt haben wir diese Münze geschrubbt. Ich hoffe, ich habe eigentlich nichts kaputt gemacht, aber man kann es lesen. Man kann es lesen. Das muss ich nur gucken, ob ich irgendwie... Habt ihr es gesehen? Oben die 2. Pfennig. Jetzt haltet euch fest, sogar die Jahreszahl ist irgendwie drauf zu bekommen. Ja, ich glaube, so geht's. Könnt ihr sehen? 2 Pfennig. Versuchen es nochmal. Ich glaube, jetzt kann man sehen. 1, 8, 3, 5. Ich versuche mal vielleicht mal mit einem anderen Licht. So. Und jetzt natürlich für uns hier, wo wir uns besonders freuen. Und auf der anderen Seite kann man es eigentlich noch recht gut erkennen. Das bayerische Wappen.